Ohio und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Edition 2, aka Kartoffel 2, Baum 2, grünes Gras 2 und mein Pokémon-Team, was ich offscreen trainiert habe, 2. Ja, ich musste einiges an Tränken und so weiter verschwenden, aber hier ist es. Flamirix habe ich jetzt nicht trainiert, weil das ja schon Level 60 ist. Ich habe die anderen jetzt einfach mal so ein bisschen über 60 gebracht. Und joa, ich würde sagen, das geht erstmal so klar. Außer Flamirix vielleicht, das ist jetzt das Schwächste. Danach kommt Viderium und die anderen sind so alle 62. Und ja, wie ihr seht, wir rennen wieder ein bisschen schneller. Das liegt daran, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich euch gesagt habe, dass ich da etwas Gewisses immer aktivieren wollte. Und joa, das ist jetzt wieder an, wie ihr sehen könnt. Wir sind etwas schneller als sonst. Eigentlich sind wir jetzt sogar noch schneller, als wenn wir mit dem Fahrrad fahren, ne? Wenn ich mich richtig daran erinnere. Aber gut. Na, was geht zur Keule? Oh, ihr seid wohl auf. Da fällt mir mein Stein vom Herzen. Puh. Egal. Team Plasma-Schiff entstieg ein Mann, der seiner Kleidung nach zu urteilen ein Wissenschaftler gewesen sein durfte. Er sagte mir, dass ein Trainer ihm die Antwort auf seine Frage gegeben habe und er als Zeichen seiner Dankbarkeit Team Plasma auflösen und fortan an der Seite seiner Pokémon auf dem Pfad der Tugend wandeln wolle. Kaum hatte er jene Worte ausgesprochen, war er auch schon wieder verschwunden. Nun zumindest scheint es somit doch noch alles ein gutes Ende genommen zu haben. Denn schließlich konnten wir sogar Gewissheit erlangen, dass es N gut geht. Jau! So, wir müssen jetzt erstmal hier rausfinden. Das war damals schon nicht so leicht. Ja gut, ich glaube, ich kann... Kann ich hier? Ja, so. Die Items daraus scheiße ich jetzt einfach mal drauf. Wieder rein. Und jau. Ich weiß nicht, schreibt mir das nochmal in die Comics, ob ich das so lassen soll mit dem Speed da. Weil... Ah, ist doch ein bisschen sehr schnell. Ich glaube, ich mache das gleich wieder aus. Ja doch, ich mache das mal eben kurz aus. Einen Moment. So, und da bin ich auch schon wieder. Und jo, ich würde sagen, jetzt sind wir wieder Normalspeed. Und ich sollte den Schutz langsam mal anmachen. Sneebel. Nicht Sneebuna, sondern Sneebel. Sneebeluna. Wollte ich gerade fast sagen. Wie Fluch gescheitert. So. Dann. Ja, warte mal. Erstmal hier Schutz, ne? Das geht ja mal gar nicht sonst. Schutz. Habe ich doch genug, oder? Müsste ich. Da, Top-Schutz. Ich kann ihn noch irgendwie vermerken, oder? Da war doch was. Da. Nein? Mehrzwecktasche, genau. Ja. Aber hier ist jetzt nicht aufgelöst, genau. Gut. So geht das. Wir sind raus. Ich setze jetzt nochmal Fliegen ein jetzt einfach mal. So, Fliegen. Fly high to the sky. Obwohl? Ja, komm, hier einmal kurz da Pokémon heilen, weil wir jetzt uns nämlich aufmachen zur Siegestraße. Obwohl, warte. Ich hatte da was in dem letzten Part gesagt. Obwohl. Nee, wir machen... Ich habe jetzt gerade nicht genug Zeit dafür, das ist das Problem. Nee, das verschiebe ich in den, nochmal in den nächsten Part mit dem Pokémon umbenennen. Wir gehen jetzt die Siegestraße entlang. Und wenn wir... Ich glaube, da gab es irgendwo ein Pokémon-Center. Wenn wir da dann durch sind, dann kann ich im nächsten Part dann... Oder wenn wir die Siegestraße geschafft haben, dann benenne ich die Pokémon um, bevor wir in die Liga noch gehen. Und dann gibt es auch noch einiges zu erledigen nach der Liga. Also so ist es nicht. Ich habe mich jetzt einfach leider nicht mehr darauf vorbereitet. Ist jetzt blöd, weil ich gerade kaum Zeit habe. Also ich habe gerade mal Zeit, den Part aufzunehmen. Und ich habe jetzt nicht Zeit, da ellenlang auf YouTube die Comics zu durchforsten. Aber ich weiß ja ungefähr so, wer noch schreibt. Aber joa, ich würde sagen, im nächsten Part... Ich werde das dann auch hier in den Titel reinschreiben, damit nochmal alle die Chance haben. Sage ich es mal so jetzt. Ein Pokémon da so zu werden. Damit jeder nochmal die Chance hat, schreibe ich das jetzt bei diesem Part in den Titel dann, denke ich mal. Und ja, wer jetzt unter diesem Part hier Kommis schreibt, vernünftige Kommis, nicht ich will Pokémon sein, Shalom Pro und so, sondern vernünftigen Kommi, am besten so 3, 4, 5 Sätze. Ja,
Macht mir so... Genau, ich sag mal 120 Wörter. Ah, nee. Spaß. Nee, also... Schon ordentlichen... Also, ihr wisst ja, was ich, denke ich mal, meine. Einen ordentlichen Kommentar. Das ist nicht zwei, drei Sätze zum Part hier. Und dann habt ihr die Chance, ein Pokémon jetzt zu werden. Sag ich jetzt einfach mal so. Und... Ja, komm, Schutz jetzt. Boah, was ist da los? Ich glaube, da oben war noch ein Item, oder? Da? Hallo? Ist hier noch irgendwas? Naja, hier ist noch einiges. Egal, Wayne drauf. Wir haben nur 250 Schritte. Und hier warten uns gerade einige Trainer. Route 23. Ah, das sieht schön aus. Habe ich das mal erwähnt? Sieht schön aus hier. Sieht echt schön aus. Ja, es ruckelt. Hallöchen! Dass du nicht auf Route 23 aufhältst, kann nur eins bedeuten. Dein Pokémon-Team ist super stark! Super duper stark. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Speed hier. Bam, bam. Geo Testo. Also ich sag jetzt mal so, also nochmal, um auf das Thema zurückzukommen mit den Comments. Alle die natürlich jetzt schon mal Comments geschrieben haben, also ordentliche Kommis, das heißt ordentlich, jeder Kommi ist im Endeffekt ja ordentlich, bis auf die Doppelpunkt-D-Kommis. Ja, die haben jetzt eine größere Chance quasi, das zu werden, weil die halt eben, die wissen ja, wie ich quasi gezockt habe und so, und können jetzt besser drauf eingehen, die haben Vorteil. Also an alle anderen, ja, versucht irgendwas zusammenzureimen. Aber nicht bei anderen abschauen, ne? Mann, das wirkt ja jetzt schon fast so wie in der Schule hier. Na egal. Dafür werdet ihr dann entweder Flamirex, Zororak oder was weiß ich was. Brandstempel. Tüdelü. So, wir mussten jetzt schon... Oh Gott, das geht auch gar nicht klar hier. Sieht trotzdem schön aus hier. Dieser steinerne Weg. Ja, ich setze jetzt Schutz ein, obwohl, naja. Guckst du mal bitte weg? Du siehst hässlich aus. Das sieht voll komisch aus. Na, war klar. Ich habe schon viele Siege und Niederlagen hinter mir. Und jetzt kriegst du noch eine weitere Niederlage. Irgendwie ist das so lahm gerade. Ich weiß nicht wieso. Emolga, du Rampensau! Gesteinattack, ne? Gestein oder war das. Ne, war das Boden? Bodengestein? Ich glaube, es war Boden. Haben wir ein Pokémon mit Bodenattacken? Attacken? Also, Zorak natürlich nicht. Nein. Wäre auch zu schön, ne? Ja, dann setzt halt Gesteinattacken ein. Es fliegt ja immerhin. Also muss das ja was wirken. Tja, da ist es down. Yay! Aquakalyp. Aquakalyp. Das ist ein Wasser-Pokémon, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, es heißt Aquo. Aquo! Aqua! Team Aqua. Oh Mann. Ja, ja. Hallo. Übrigens, guck mal, was Ampharos kann. Bam! Wollte ich euch nicht vorenthalten. Es kann Donner! Hallo, es kann Donner! Applaudiert doch mal! Warum applaudiert denn keiner? Ah, oh, es ruckelt hier ein bisschen irgendwie. Hey, Walter! Ich laufe direkt rein, ne? Egal! Holla, nee. Holla, Dio! Irgendwie kommt das nur mir so vor, dass das echt langsam. Es ist ein Keifel! Du hast keine Chance gegen Flampirex. Niemals! Nicht den Hauch einer Chance. Ey, das kommt mir gerade alles wirklich sehr langsam vor. Egal, muss ich jetzt durch. Nächstes ist Volumias. Das ist doch wirklich das, was diese Dings da trägt. Das ist Kampftyp. Ah, Flugattacken. Hat das Snob? So.
Es ist die Weiterentwicklung von Nass genäht. Die in Sinnoh dazu kam. Gott. Noch so ein Nasenkompass. Oh oh. Ah, okay. Ist nicht sehr effektiv, aber das ist ein Stahl-Pokémon, oder? Oder Gestein? Stahlgestein, glaube ich. Mein Gott. Bandstempel. Obwohl, das dürfte schwerer sein. So, Flammenwurf. Friss das! Fissen! So, tüdelü! Hulladiho! Das andere sagt der Typ auch nicht. Da ist nichts. Hallo! Wir müssen nach rechts, nach links meine ich. Hier ist nichts. Das war so klar, ne? Ich gebe ein Konzert zusammen mit meinen geliebten Pokémon. Ist das nicht toll? Ich habe voll die tiefe Männerstimme und so. Ja, was tust du? Haben und so. Ach, Swarones. Ein Schwan. Wasserflug, ne? Müsste. Wasserflug. Wie Weilmeer. Also friske Steinattacken. Sturzflug. Uh-oh. Okay, Sturzflug zieht auch sehr, sehr viel. Aber wir ziehen mehr! Warte, Voltula? Wenn ich jetzt mal wüsste, welches das ist. Das klingt wie ein Elektro-Pokémon, ne? Nimm mal Zoroark rein. Es hätte zwar zwei neue Attacken erlernen können, glaube ich, aber ich habe die beiden nicht erlernen lassen wollen und so. So, scheiße, eine Spinne. Na. Doch, hier, Nachtflug kannst jetzt. Die Attacke fand ich mega nice und die ist mega hilfreich in der Liga. Habe ich euch das schon mal erwähnt? Habe ich das schon mal gesagt, meine ich. Das ist Bombe in der Liga. So richtig Bombe. Also ernsthaft, in der Liga, ey, da gibt's nichts Besseres als diese Attacke. Fast von jedem Trainer dort hat dann darauf eine Schwäche. Irgendwie auf Unlichtattacken und das ist eine Bomben-Unlichtattacke, Leute. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. Es war so klar, dass es dieses hässliche Pokémon ist, ne? By the way, das war auch mal meine Idee so, ne? Dass so die Leute so verarschen damit, aber irgendwie finde ich das, die haben da ein bisschen mit übertrieben, ein bisschen sehr nervig geworden. Also ich habe mir das eigentlich schon mal so vorgestellt, dass sowas machbar ist. So ein Pokémon entwickeln, das so aussieht wie ein Pokéball. Eigentlich hätte ich mir das mit Woll... Das haben die auch eigentlich mal umgesetzt gehabt schon, ne? Nur halt nicht mit so einem Pilz draußen, sondern so mit Voltoball. Wer Voltoball noch kennt. Voltoball. Ist auch schon ziemlich lang dabei, das Pokémon. Mit ziemlich lang meine ich, es ist verdammt lang dabei. Na, wo sind wir hier? Hallo, N! Da bist du ja. Am Ende der Siegestraße befindet sich die Pokémon-Liga. Ich habe Pokémon-Kämpfe immer verabscheut, weil die Pokémon dabei verletzt werden können. Aber alles hat zwei Seiten. Bei Pokémon-Kämpfen geht es nicht nur darum, Gewinner oder Verlierer zu ermitteln. Es geht um mehr. Man testet die eigenen Stärken aus. Und die seiner Pokémon. Um die des Gegners und des Pokémon. Das gegenseitige Akzeptieren anderer Meinungen und Lebensweisen löst eine Kettenreaktion aus, die das Potenzial zu einer weltweiten Toleranzbewegung hat. Pokémon-Kämpfe sind ein kleiner, aber doch großer Schritt in diese Richtung. Das hat mir mein Freund Zekrom beigebracht. Und das ist auch die Formel, die ich auf meinen Reisen durch die Welt aufgestellt habe. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, was das bedeutet. Du bist Zoroark, das mir geholfen hat, nicht wahr? Vielen Dank dafür. Ach genau, nimm das hier mit. Auf der neuen Siegestraße gibt es Orte, die du nur mit der VM-Kaskade erreichen kannst. Yeah, hey, wir haben Kaskade. Da fällt mir was ein, wir haben was vergessen.
Wir haben was vergessen, wir müssen nochmal zurück. Also, wir gehen also erstmal sowieso nicht in die Liga. Wir müssen nämlich erstmal unser Team noch vorbereiten. Ja, du und dein Pokémon-Team, ihr könnt es schaffen. Ihr könnt in der Pokémon-Liga gewinnen und euer Ideal erreichen, euren Wunsch erfüllen. Ich sehe es vor mir. Hau ab. Danke. Ist euch aufgefallen hier, schwarz-weiß? Oh mein Gott, jetzt werden wir gescannt. Also, ich sag's mal so, das, was wir holen müssen, ist für Entoron. Ein paar Eisattacken. Und zwar, ich meine, man konnte nämlich in der Riesengrotte bekommen. Eisstrahl. Also war es doch blöd von mir jetzt da schon die Dings da nicht mitzunehmen. Also, ja. Wir werden nochmal zurückgehen müssen. Das ist ganz klar. Und jetzt öffnet sich das Tor hier. Oh mein Gott! Und jetzt kommt hier so Fails, System Shutdown und so, was weiß ich. Jetzt mal genial, Blue Screen. Ja. So viel zum Thema Blue Screen, ne? Hier ist das Pokémon Center, das sieht ziemlich komisch aus. Jo! Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir dein Pokémon-Team fit machen? So! Ist euch was aufgefallen? Ist euch hier was aufgefallen? Achtet mal auf die Musik. So ziemlich, glaube ich, das erste Pokémon Center ohne die normale Musik, oder? Oder ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, in Höhen, bei der Liga. Okay, in Johto auch, aber bei der Liga. Aber das ist ja ein einzelnes Pokémon Center hier, so. Wir holen uns gerade mal ein paar Medaillen, warum auch nicht. Jo. So, Leute, ich würde sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, ich habe jetzt wirklich nicht viel gerissen hier, aber ich habe euch eine kleine Info gegeben, von wegen, was passieren wird. Ah, hier wieder Dings einsetzen, Topschutz. Muss nämlich jetzt auch gleich los, leider. Tut mir leid dafür, und so. Ja, hier sind wieder Trainer, ne? Das ist blöd. Den komme ich nicht vorbei. So, ich würde sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Im nächsten Part werde ich dann die Pokémon noch umbenennen gehen. Deswegen schreibt Kommentar und so. Wäre, naja, falls ihr Pokémon werden wollt, wäre es sinnvoll. Ich wiederhole aber nochmal, vernünftige Kommentare bitte. Also nicht irgendwie jetzt 2, 3 Worte oder so dahin klatschen, sondern sinnvolle Kommentare. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sonst gebe ich euch mal ganz kurz ein Beispiel. Boah, Schwellan, ey, was der da meint, ey. Das ist kein richtiger Kommentar. Sondern einer, der sich jetzt wirklich auf das bezieht, was ich getan habe. Oder gibt mir vielleicht auch mal Tipps so, was ich jetzt für mein Pokémon-Team da noch für Attacken jetzt beibringen könnte. Ich zeige euch mal ganz kurz die Stats hier. Hier da. So hier, das sind jetzt gerade die Stats vom Flambirex. Es ist Level 60, 61 jetzt. Ihr seht, das sind seine Werte. Also für die, die wirklich Pokémon unter euch können. Sind da ein paar bei. Und das sind die derzeitigen Attacken. Flammenwurf, Walzer, Brandstempel, Armstoß. So. Kommen wir zum nächsten Pokémon. Das ist gerade Zoroark, Level 64. Also das ist Angriff, Verteidigung und so weiter. Wisst ihr ja, denke ich mal. Und hier hätten wir seine Attacken. Nachtflut, Finte, Schmarotzer, Agilität. Es konnte noch, ich glaube, Wunderraum oder so erlernen. Habe ich ihn aber nicht beigebracht, weil ich fand die Attacke nicht gerade sonderlich hilfreich jetzt. Und ja, so, ich habe lieber gedacht, nimmst du nur Nachtflut. Und ja, das ist dabei rausgekommen. Da hämmert gerade irgend so ein Volltrottel. Ich könnte ihn gleich auch mal in den Boden hämmern. Der hämmert hier heute schon zum zweiten Mal. So, Ampharos, 203 KP und so. Dies, das, Ananas, ihr seht die ja hier, sonst pausiert kurz das Video. Das sind die Attacken, Juwelenkraft, Donner, Ladungsstoß und Stärke. Stärke halt eben, weil wir die VM brauchen. Und ja, hör auf zu hämmern, du Lappen! Sorry, ich weiß jetzt nicht, ob man das bei euch hört, aber... Boah, der regt mich auf. Dieser Nachbar, ne? So, Entoron, das sind die Stats. Pausiert halt dann, ne? Ich zeige euch das hier ganz kurz. Hydropumpe, Aquawelle, Zen-Kopfstoß und Surfer. Ich will dir noch Eisstrahl beibringen, weil wir deswegen Lila gebrauchen könnten. Verdammt nochmal, hör auf zu hämmern, du Lappen! Egal, der bringt mich voll aus dem Konzept hier. Und ja,
Auf jeden Fall, das sind die, die Attacken. Und er wird noch Einstrahler lernen. Ihr könnt mir einen Tipp geben, welche Attacke ich wegtun sollte. Zenkopfstoß würde ich gerne behalten. Ich bin mir also unsicher zwischen Hydropumpe und Aquawelle. Eines von den beiden Attacken müsste es dann sein. Könnt ihr mir in die Kommis schreiben. Und ja. Viderium. Die Stats, die Attacken. Schwertanz, Heimzahlung, Gigasauger, Sanktoklinge. So. Das war's. Nee, Fassersnob noch. Ja, Fassersnob noch. Hier, das sind die Stats von Fassersnob. Und ja. Die Attacken. Downreiniger, Ruheort, Luftschnitt, Fliegen. Ich weiß nicht, gibt's noch irgendwelche guten Attacken, die es erlernen könnte? Oder VMs, TMs, Flugattacken irgendwie? Weiß ich gerade gar nicht. Ich kann doch mal eben kurz meine VMs durchgehen. Hör auf zu hämmern, verdammte Scheiße! So, gucken wir mal ganz kurz. Wir haben diese Attacken hier. Frustration, Kraftschock, Rückkehr, Giftschock, ja. Kann man die kopieren? Nummer. Ja, nach der Nummer sortiert. Also hier, Toxin. Das ist VM6. Okay, die haben wir jetzt hier. Ich guck mal gerade selbst durch. Akrobatik? Die war doch, glaube ich, gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht. Ein graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an. Alter, jetzt übertreibt der Typ da! Okay, das sind die VMs hier. Könnt ihr mir mal selbst sagen, ob was ihr da von gut finden würdet und so. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Gebt mir auf jeden Fall einen Hinweis, das wäre sehr nett. Und ja, ich bin jetzt auch hier in dem Part, weil der Typ da am Hämmern ist und ich los muss. Und deswegen haut da rein, bis dann und ciao!